Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin As Reiter und wir haben heute wieder ein vorgestellt oder schon das dritte heute. Da ist richtig was los. Dorfromantik. Ja, wir haben hier ein kleines Spiel, was total durch die Decke gerade, glaube ich, geht. Und naja, ich habe noch keinen Highscore. Ich habe auch noch nichts gespielt. Ich habe es gerade nur angemacht und da fliegt ein Vogel und das ist unsere erste Kachel. Und wir gehen mal auf Fortsetzen und nach dem Intro sehen wir dann, wie diese Kachel sich erweitert. Bis gleich. So, da sind wir jetzt drin im Spiel. Ich muss mal gerade spicken. Der Marco von Tucana Interaktiv, ein kleines Indie-Game-Studio aus Berlin, hat mir den Key zur Verfügung gestellt. Recht herzlichen Dank dafür. Und ich kann jetzt noch nicht ganz viel zu sagen. Ich habe aber schon mal ein Video geguckt, damit ihr ungefähr so weiß, was hier so geht. Und ja, da müssen wir mal schauen. Halte die linke Maustaste gedrückt, um die Kamera zu bewegen. Kann ich so ein bisschen hin und her machen, ist klar. Halt die rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu rotieren. Alternative kannst du Q, ja, WASD war auch und Q ist klar. Okay, scrolle dein Mausrad, um zu... Sorry. Um zu zoomen, haben wir auch geschafft. Im Dorfromantik baust du Landschaften aus hexagonalen Kärtchen auf. Klicke mit der linken Maus auf einen unbelegten Slot, um das obere Kästchen deines Stapels zu platzieren. Aha. Gut, da ich gespickt habe, weiß ich, dass ich das zum Beispiel dahin machen muss. Während du dich mit der Maus über einen unbelegten Slot befindest, kannst du mit dem Mausrad oder den R- und F-Tasten dein aktives Kärtchen drehen. Aha. Mein Mausrad? Okay, so geht's. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Kärtchen, so kannst du Gruppen aus Objekten formen wie Wälder oder Dörfer. Lege Kärtchen aneinander, so dass ihre eingefärbten Kanten aneinander liegen. Forme so einen Wald, der 5 Kärtchen überspannt. Gut. Zack. Ach, das passte nicht, weil da hat ja wieder gut geklappt, ne? Okay, der geht gar nicht. Und jetzt? Das ist auch wieder so ein Ding, ne? So, der geht aber. So, jetzt haben wir die 5. Der Zähler am unteren Ende des Stapels zeigt dir die Anzahl deiner verbleibenden Kärtchen. Sind sie aufgebraucht, endet die Partie. Platziere 3 Kärtchen, um fortzufahren. Dann kann ich nicht dahin machen. Aber da kann ich den gut hinmachen, ne? Jetzt sehe ich. Doch, der Wald ist da dran, der passt. Okay, das... Naja, doch, war richtig. Da war auch ein Haus drauf, ne? Ja... Das würde ich so machen. Und dann soll ich noch ein Kärtchen platzieren, sagt er mir. So, oder? So. Du gewinnst neue Kärtchen, indem du Quests erfüllst, die durch Sprechblasen dargestellt werden. Um diese Quest zu erfüllen, musst du die Gruppe um 6 zusätzlich erweitern, indem du sie an die farbigen Karten anlegst. An die farbigen Karten anlegst. Wie soll das gehen? Ja, das war jetzt schwierig, ne? Habe ich schon gleich geschafft zu verlieren, ne? Da gibt's auch nichts. So. Warte mal, da kriege ich das noch ein bisschen gedreht. Ja, so. Und dann so. Aha, dann habe ich die Quest geschafft. Hier eine weitere Quest. Um sie erfüllen, musst du exakt 3 Felder zur Gruppe hinzufügen. Das Symbol in der Ecke der Quest deutet auf eine Folgeaufgabe hin. Achso, das ist das, eine Folgeaufgabe. Und wo soll das hin? Da? Nee, das ist doof, oder? Wie soll denn das gehen? Wir können ja nur so, ne? Hier sind wir der Quest. Also. So, ja. Folgeaufgabe ist jetzt. Weiß ich nicht was. Schließe die Gruppe für Bonuspunkte und Kärtchen. Muss ich da jetzt so machen, oder?
Die abgeschlossene Quest hat eine Panne erzeugt. Sie bedeutet, dass die Gruppe geschlossen werden kann, um weitere Belohnungen zu erhalten. Die Feldergruppe ist geschlossen, wenn keine weiteren Felder mehr angelegt werden können. Bewege deine Maus über die Fahne, um verbleibende offene Karten anzuzeigen. Ja, verstehe ich jetzt nicht, aber... Ich muss ja jetzt erstmal hier gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, ne? Vielleicht so. Da ist ganz viel Stadt. Und da war Wald. Das bringt mir also nichts. Das würde was bringen. Das geht auch. Weiß ich auch noch nicht. Da gibt es einen Wald. Aber der bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Das bringt auch nichts. Ah, hier geht's vielleicht. Nee, nicht wirklich. Das bringt auch nichts. Geht hier? Auch nicht. Auch nicht. Könnte es das bringen? Nicht wirklich, ne? Ja, ich mach's mal da einfach hin. So, jetzt haben wir das nächste. Das geht nicht so, wie ich es mir möchte. Das bringt auch nichts. Ja, das ist auch nicht so wirklich der Hit. Das könnte ich hier so irgendwie hinbauen, oder? Nee, da auch nicht. Auch nicht so wirklich gut. Das bringt's auch nicht. Hau ich's mal dahin, ne? So ein Wald auf der einen Seite haben wir jetzt. Okay, da geht ordentlich was. Hier sind jetzt drei Kornfelder dran. Ne? Das bringt mir da nichts. Da bringt mir das auch nichts. Ja, da kann man ganz viel hin und her drehen, ne? Aber warte mal, wenn ich so mache, geht's. Da habe ich die zwei Felder schon angeschlossen. Das bringt auch nichts wirklich. Na, das ist jetzt auch nicht, ne? Ja, das ist nicht viel, aber ist ein bisschen, ne? Ein Wäldchen. Aber dann bringt mir das Kornfeld nichts. Da bringt mir das da was, aber sonst auch nichts. Nee. Da geht's, oder? Gut. Einen weiter gedreht, so, aber das bringt mir auch nicht wirklich was, ne? Das bringt auch nichts. Ja, die chillige Musik habe ich ausgemacht, weil nachher irgendwas da nicht richtig ist mit Urheberrecht und so, deswegen, sonst hätte ich die angelassen. Die ist natürlich ein Highlight in dem Spiel auch, aber wie gesagt, ne? Ich hab's dann nicht an. So. Ich glaube, ich mache das mal dahin. Ein Wald und Häuser. Bringt mir jetzt nichts. Das ist jetzt auch nicht das Ding. Da auch nicht. Das bringt's nicht. Das geht. Ja, viel Wald und wenig Häuser, ne? Machen wir dahin, das sieht gut aus, glaube ich. Das bringt mir jetzt nichts. Ich glaube, das bringt's. Wald und Häuser bringt da nichts.
Spalt und Häuser bringt da auch nichts. Ne, da ist es auch nicht brauchbar. Warte mal, da ist Wald, aber da sind die Häuser an der falschen Seite. Ja. Das ist auch nicht so dolle. Füge mindestens 9 Felder hinzu. Wo ist denn das? Die Abrüstung ist eine Fahne erzeugt. Sie bedeutet, dass die Gruppe geschlossen werden kann, um weitere Belohnungen. Achso, da muss ich das da drumherum bauen, ne? Das bringt es auch nicht. Ja, komm, machen wir da hin. So, jetzt habe ich wieder was mit Korn. Ich mach's einfach mal so, dann ist die Quest doch jetzt zu Ende, oder? Aber ich habe es nicht geschafft. Die Abrüstungsquest hat eine Fahne erzeugt. Sie bedeutet, dass die Gruppe geschlossen werden kann, um weitere Belohnungen zu erhalten. Die Feldergruppe ist geschlossen. Wenn keine weiteren Felder mehr angelegt werden können, bewege deine Maus über die Fahne und verbleibende offene Kante. Ich weiß nicht, was er mir da sagen will. Ich bin doch hier über die Fahne, oder? Deine erste Herausforderung beendet das Tutorial, um dein nächstes Kettchen freizuschalten. Ich weiß nicht, was er von mir möchte. Das Fähnchen ist da, klar. Keine Ahnung. Hier bringt mir nichts. Ah, das war's jetzt, oder was? Okay. Schienen und Flüsse haben Zusatzregeln bei der Platzierung. Ihre Enden können nicht in andere Landschaftstypen übergehen. Ungültige Plätze werden mit Totem im roten Kreuzen markiert. Okay, das heißt, ich kann das da jetzt nicht einbauen. Jetzt muss ich gucken, wo ich es hinbaue, dass das funktioniert. Es wäre überall eine Wiese zu machen. Das bedeutet so. Da gibt es noch einen Fluss. Ja, der bringt es jetzt auch nicht so wirklich, ne? Geht vielleicht so. Aha, und jetzt habe ich gleich eine Eisenbahn und einen Fluss. Noch besser, oder? Krass. Jetzt gibt es eine Quest mit 4 Dingern da dran. Wow. Einmal so. So, da konnte man natürlich auch sehen, was danach kommt, ne? Gibt's noch irgendwo was? Das hier sieht doch gut aus. 118 Bäume. Hier gibt's eine Schiene. Und jetzt gibt's 3 Kornfelder. Wo ist Korn? Da oben ist noch Korn. Mit Wiesen daneben. Ist nicht so der Bringer, die 3 Kornfelder, ne? Ich habe da gar nichts zum Anschließen, außer den da vielleicht. Machen wir das doch, oder? Jetzt haben wir wieder einen Wald mit viel. Wiese daneben. Also so. Wieder 2 Kornfelder. Machen wir dahin. Ein Kornfeld mit Haus. Haus wäre da. Kornfeld da bringt mir da nichts. Ja, machen wir so, oder? Jetzt gibt es ein Kornfeld mit Schiene. Habe ich jetzt irgendwie nicht im Petto. Das ist wieder ein Kornfeld mit Wiesen. Das würde funktionieren. Hier gibt es ein Kornfeld. Ja, machen wir mal so, ne?
Oh, fertig, da gibt's eine Mühle. Kärtchen freigeschaltet. Du hast das Tutorial geschafft. Glückwunsch. Außerdem hast du dein erstes Spezialkärtchen von der Windmühle. Sie kann in der nächsten Partie in deinem Stapel auftauchen. Spiel starten. Gut, das war jetzt das Tutorial. Wir werden bestimmt noch ein weiteres Spiel damit machen. Das würde ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochgeladen habe. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.